Liebe Schülerinnen und Schüler, guten Tag, willkommen zurück in unserem virtuellen Kursraum. Heute werden wir sehr aktiv. Unser heutiges Thema sind nämlich Jugendliche und ihre Sportaktivitäten. Also Jugendliche und Sport. Današnjemu biti vrlo aktivni jer je naša današnja tema naime sport i koliko se mladi njime bave. Ich hoffe, dass ihr eure Sportübungen heute schon gemacht habt. Wenn nichts anderes, dann wenigstens ein bisschen Gymnastik oder ein paar Streck- oder Dehnübungen. Nadam se da ste za danas već odradili svoju dozu sporta ili barem napravili nekoliko vježbi i stezanja. Und dann können wir in den Tag starten, in unsere heutige Stunde, in der wir Folgendes machen. Also wir erinnern uns zuerst an zahlreiche Sportarten und wie sie auf Deutsch heißen. In einem Hör- und Lesetext konzentrieren wir uns auf die wichtigsten Informationen. Wir lesen Ergebnisse einer Umfrage und beschreiben die Grafik, die wir dazu haben. Und zum Schluss wollen wir auch eine eigene Umfrage erstellen. Ono čime ćemo se danas baviti je podsjetnik na nazive vrsta sportova, kako se one zovu na, sportovi zovu na njemačkom. U tekstu koji ćemo i slušati i čitati, koncentrirat ćemo se na najvažnije informacije. Upoznat ćemo se s rezultatima ankete na temu Mladi sport koja je provedena u Njemačkoj i pokušat ćemo opisati grafikone koji su nastali na temelju rezultata te ankete. A na kraju ćemo pokušati i sami pripremiti svoju anketu ponovno vezano uz temu sport. Also, los geht's! Auf die Plätze, fertig, los! Ihr seid schon sehr erfahren in diesem virtuellen Raum und ihr wisst, was ihr braucht. Also ihr habt schon einen Computer oder Handy mit dem Internetzugang, so dass ihr teilnehmen könnt. Und ihr braucht auch etwas zum Schreiben. Ono što vam treba za uspješno sudjelovanje su kao i obično računalo ili mobitel s pristupom internetu i nešto da biste mogli zapisivati, bilježnice, papiri, olovke. Wie immer könnt ihr in jedem Moment eine Pause machen in diesem Video, wenn ihr etwas noch einmal hören oder lesen wollt oder falls ihr etwas verpasst habt. Ukoliko ste nešto propustili ili želite još jednom čuti ili pročitati, u svakom trenutku možete zaustaviti ovu snimku, vratiti se unatrag i onda ponovno pokrenuti. Wir beginnen mit einem Spiel in digitaler Form. Euch sind bestimmt zahlreiche Sportarten bekannt. Vieles davon macht ihr auch im Sportunterricht oder ihr könnt euch diese Sportarten im Fernsehen ansehen. Ihr könnt bestimmt auch zahlreiche Sportarten auf Deutsch nennen. In dieser Übung, in diesem Memory-Spiel, geht es darum, dass ihr die Bilder, die bestimmte Sportarten symbolisieren, mit entsprechenden Bezeichnungen verbindet. U ovom memoriju radi se o tome da uspješno povežete nazive sportova na njemačkom sa slikama koje ih simboliziraju. Die Übung machen wir also in der digitalen Form. Ihr könnt die Seite mit der Übung über den hier angegebenen Link finden. Also bit.ly/ und dann ny für Njemački, ol für Online-Lektion. Das ist unsere dritte Stunde, deswegen eine 3. Und dann noch das Wort Memory. Oder die andere Möglichkeit, hier befindet sich auch ein QR-Code, über den ihr auf die Seite gelangt. Geht auf die Seite, also macht Pause in diesem Video, geht auf diese Seite und spielt ein bisschen. Wenn ihr zurück seid, dann bedeutet es bestimmt, dass ihr so eine Rückmeldung bekommen habt. Also ihr habt alles richtig miteinander verknüpft. Bogenschießen, Skifahren, Klettern, Rudern, Tennis, Radsport,
Hochsprung und so weiter. Jetzt können wir auch versuchen, den Wortschatz, den wir schon beherrscht haben, ein bisschen zu kategorisieren. Zum Beispiel, welche Mannschaftssporten kennen wir? Hier ist zum Beispiel Handball zu sehen. Es gibt aber auch zahlreiche andere Sportarten, die man in einer Mannschaft, in einem Team spielt. Oder eine andere Möglichkeit wären dann Wassersportarten. Was macht man alles im Wasser? Segeln, Tauchen und Ähnliches. Was gehört zu den Wintersportarten? Die Mindmap könnt ihr natürlich in euren Heften erstellen. Ihr könnt Wörter zu bestimmten Kategorien eintragen oder ihr könnt auch zeichnen. Aber wenn ihr wollt, könnt ihr das schon wieder in digitaler Form machen über den oben angegebenen Link. Also wieder haben wir einen schon bekannten Link, diesmal aber mit dem Wort Sport oder über den QR-Code. Pokušat ćemo kategorizirati vokabular koji nam je već poznat uz temu sport, pa možemo, na primjer, u jednu kategoriju svrstati ekipne vrste sportova, u drugu kategoriju sportove u vodi ili zimske sportove, ili na bilo koji drugi način sistematiziranja koji se vama čini logičan. Možete to napraviti u svojim bilježnicama, ali možete opet i preko poveznice otići na stranicu gdje ćete u digitalnom obliku izraditi umnu mapu. Ovaj put link u sebi ima riječ sport, šport. Unser Thema ist also Jugendliche und Sport. Was meint ihr? Machen Jugendliche gern Sport? Sind sie begeistert oder sind sie eher Sportmuffel? Wisst ihr, was Muffel bedeutet? Also, Muffel sagen wir für eine Person, die kein Interesse an einer bestimmten Sache hat, der alles schwer fällt. Zum Beispiel, wenn jemand früh morgens nach dem Aufstehen dann sehr mürrisch ist und kein Wort sagt, dann sagen wir für diese Person, dass das ein Morgenmuffel ist. Also das ist jemand, der kein Interesse an einer bestimmten Sache hat. Im Gegensatz dazu gibt es auch begeisterte Personen, also solche, die sehr enthusiastisch sind, die sich sehr über etwas freuen, sehr großes Interesse zeigen. Also die Frage ist wieder, was meint ihr? Machen Jugendliche gern Sport oder sind sie eher Sportmuffel? Fachleute sagen, dass es für Jugendliche und Kinder sehr wichtig ist, regelmäßig Sport zu machen. In Deutschland hat man zu diesem Thema eine Umfrage durchgeführt. Also man hat Jugendliche befragt, wie oft und wie gern sie Sport machen und welche Sportarten sie besonders mögen. Man sagt also, Kinder und Jugendliche sollen sich täglich 60 Minuten bewegen. Stručnjaci nam govore koliko je za mlade važno baviti se sportom i da bi se trebali redovito na dnevnoj bazi barem 60 minuta baviti nekim sportskim aktivnostima. Budući da u stvarnosti često nije tako, u Njemačkoj je provedena anketa, eine Umfrage, u kojoj su skupinu mladih ispitali na temu bave li se uopće sportom, koje su im omiljene sportske discipline i kako često se bave sportom. Damit wir den folgenden Text leichter verstehen können, klären wir zuerst ein paar wichtige Begriffe, da bismo mogli lakše pratiti i razumjeti tekst koji slijedi. Najprije ćemo razjasniti nekoliko važnih pojmova koji nam se pojavljuju. Als erstes eine Umfrage durchführen, provoditi anketu. Nachdem wir eine Umfrage durchgeführt haben, haben wir bestimmte Ergebnisse. Die Umfrage ergibt das. Nakon što smo anketu proveli, doći ćemo do nekih rezultata.
I onda ćemo to izraziti izrazom di umfrage ergibt das. Anketa pokazuje da. Im Text werden auch mediale Aktivitäten erwähnt und damit meint man die Zeit, die man mit Medien verbringt, zum Beispiel Chatten, Surfen im Internet, Kommunikation mit Freunden in unterschiedlichen sozialen Netzwerken und ähnliches. Medische Aktivnosti. Wir haben im Text Ausdrücke zählen zu und gehören zu. Und das bedeutet, dass jemand zu einer bestimmten Gruppe gehört. Ubrajati se pripadati. Man kann aus etwas Nutzen ziehen und das bedeutet, dass man davon profitiert oder Gebrauch macht davon. Iskoristiti nešto. Hören wir jetzt den Text, in dem über die Ergebnisse einer Umfrage berichtet wird. Das Thema des Textes lautet Jugendliche und Sport. Lest zuerst die Aussagen, damit ihr wisst, worauf ihr euch beim Hören dann konzentrieren sollt. Versucht beim Hören festzustellen, ob die fünf Aussagen, die wir zum Text haben, richtig oder falsch sind. Den Text hören wir zweimal. Slušat ćemo tekst u kojem se govori o rezultatima ankete provedene u Njemačkoj na temu Jugendliche und Sport. Prije samog slušanja pročitajte ovih pet tvrdnji koje se odnose na tekst, kako biste znali na što se trebate koncentrirati, te pokušajte tijekom slušanja odrediti za svaku od tvrdnji je li točna ili netočna. Tekst ćemo slušati dva puta. Sportmuffel oder Sportbegeisterte, Kinder und Jugendliche sollen sich täglich 60 Minuten bewegen. Wie ist es aber in der Realität? Im Jahr 2013 hat man eine Umfrage durchgeführt. Mehr als drei Viertel, das heißt 78% der Mädchen und 85% der Jungen zwischen 11 und 17 Jahren geben an, außerhalb der Schule regelmäßig Sport zu treiben. Die Umfrage ergibt, dass Sport zur zweitbeliebtesten Freizeitbeschäftigung der Jugendlichen zählt, aber erst nach unterschiedlichen medialen Aktivitäten wie Chatten und im Internet surfen. Sport gehört laut dieser Umfrage immer noch zu einer der beliebtesten Aktivitäten Jugendlicher, ihnen bleibt aber immer weniger Zeit dafür, denn sie verbringen immer mehr Zeit in der Schule. Glücklicherweise haben Ganztagsschulen zahlreiche Sportaktivitäten an. Etwa die Hälfte der Schülerinnen und Schüler ziehen Nutzen daraus. Beliebte Sportarten der Jugendlichen sind Fußballspielen, Laufen und Joggen, Schwimmen, Turnen, Reiten und Radfahren. Es gibt Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen, für Jungen steht Fußball mit Abstand auf Platz 1, Mädchen gehen eher reiten oder machen Gymnastik. Den Text hören wir jetzt noch einmal, aber diesmal könnt ihr gleichzeitig den Text auch lesen, damit ihr in ihm dann leichter nach Informationen suchen könnt, die ihr braucht, um die Aussagen als richtig oder falsch einschätzen zu können. Ovaj put uz drugo slušanje tekst istovremeno možete i čitati, kako biste se lakše mogli koncentrirati na informacije koje su vam potrebne za rješavanje pet tvrdnji koje imamo uz tekst, odnosno njihovu procjenu jesu li točne ili netočne. Sportmuffel oder Sportbegeisterte, Kinder und Jugendliche sollen sich täglich 60 Minuten bewegen. Wie ist es aber in der Realität? Im Jahr 2013 hat man eine Umfrage durchgeführt. Mehr als drei Viertel, das heißt 78% der Mädchen und 85% der Jungen zwischen 11 und 17 Jahren geben an, außerhalb der Schule regelmäßig Sport zu treiben. Die Umfrage ergibt, dass Sport zur zweitbeliebtesten Freizeitbeschäftigung der Jugendlichen zählt, aber erst nach unterschiedlichen medialen Aktivitäten wie Chatten und im Internet surfen. Sport gehört laut dieser Umfrage immer noch zu einer der beliebtesten Aktivitäten Jugendlicher, ihnen bleibt aber immer weniger Zeit dafür, denn sie verbringen immer mehr Zeit in der Schule. Glücklicherweise haben Ganztagsschulen zahlreiche Sportaktivitäten an. Etwa die Hälfte der Schülerinnen und Schüler ziehen Nutzen daraus. Beliebte Sportarten der Jugendlichen sind Fußballspielen, Laufen und Joggen, Schwimmen, Turnen, Reiten und Radfahren.
Es gibt Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen. Für Jungen steht Fußball mit Abstand auf Platz 1, Mädchen gehen eher reiten oder machen Gymnastik. Um auch die letzte Aussage als richtig oder falsch einschätzen zu können, müssen wir uns noch ein Diagramm ansehen. Da bismo i zadnju tvrdnju vezanu uz tekst mogli procijeniti kao točnu ili netočnu, moramo pogledati još i ovaj diagram koji nam prikazuje rezultate provedene ankete. Hier sehen wir, wie viele Jugendliche in einem bestimmten Alter Sport machen. Also im Alter von 7 bis 10 Jahren, dann die nächste Gruppe 11 bis 13-Jährige und zuletzt noch Jugendliche im Alter zwischen 14 und 17. Rot steht für Mädchen und Blau für Jungen. Hier können wir also sehen, dass Mädchen im Alter zwischen 7 und 13 Jahren zu etwa 80% Sport machen. Also 80%. Aber wenn sie dann 14 werden, machen nur noch 75% der Mädchen regelmäßig Sport. Sehen wir uns jetzt die Lösungen an. Die erste Behauptung, die meisten Jugendlichen machen Sport nur in der Schule, ist falsch. Im Text steht nämlich, dass über 75, bei Jungen sogar über 80% der 11- bis 17-Jährigen außerhalb der Schule auch noch regelmäßig Sport machen. Prva nam je tvrdnja netočna, jer smo iz teksta saznali podatak da više od 75% mladih u dobi između 11 i 17 godina je sportski aktivno i u svoje slobodno vrijeme. Falsch ist auch die zweite Aussage. Sport ist nicht die beliebteste Freizeitbeschäftigung der Jugendlichen, sondern die zweitbeliebteste, gleich nach den medialen Aktivitäten. Sport nije na prvom mjestu među omiljenim aktivnostima, nego zauzima mjesto tek nakon provođenja vremena na raznim medijima. Zeit mit den Medien verbringen ist Jugendlichen lieber als Sport. Ja, das ist richtig, das haben wir eben erklärt. Fast alle Jugendlichen nehmen an zusätzlichen Sportaktivitäten in der Schule teil, ist falsch. Im Text steht etwa die Hälfte der Jugendlichen. U tekstu stoji da otprilike polovica mladih koristi ponudu dodatnih sportskih aktivnosti u svojim cjelodnevnim školama. Falsch ist auch die letzte Aussage. Je älter sie sind, desto lieber machen Mädchen Sport. Ganz im Gegenteil. Also je älter Mädchen sind, desto weniger machen sie Sport. Im Alter von 11 oder 7 Jahren machen etwa 80% der Mädchen regelmäßig Sport. Und im Alter zwischen 14 und 17 sind es unter 75%. Prema podacima iz istraživanja, što su starije, djevojke se nažalost manje bave sportom u dobi od 7 pa sve do 13 godina. Njih oko 80% redovito se bavi sportom, dok taj udio pada u dobi između 14 i 17 na manje od 75%. Hier können wir noch einmal im Text sehen. Rot markiert sind die Informationen, die uns helfen, die Aussagen als richtig oder falsch einzuschätzen. Ovdje u tekstu vidimo još jednom crvenim označena mjesta na kojima pronalazimo informacije uz pomoć kojih smo 5 tvrdnji o tekstu procijenili kao točne ili netočne. Und damit sind wir zu Ende des ersten Teils angelangt. Wir sehen uns bald auch im zweiten Teil. Došli smo do kraja prvog dijela teme Jugendliche und Sport. Uskoro nam slijedi i nastavak. Tschüss!